Hallo Lasse, ich grüße dich, du Maschine, wo steckst du? Klasse, ich habe eine Bitte und es muss klappen. Du musst heute Nachmittag ins La Paz kommen. Wir bauen ja hier das La Paz komplett neu, auch das DLU nebenan wird komplett neu gemacht und ich möchte unbedingt diesen Sonntag bei KTV diesen Standort hier zeigen, wie es jetzt aussieht und dass wir dann alle auf die Reise mitnehmen. Kannst du kommen? So, heute KTV. Folge 7. Heute an einem Standort, das hatten wir bei einer Folge euch schon gezeigt, wo für mich alles angefangen hat. Und das ist genau, wenn du einmal rüberschwenkst, dieser Laden hier. Vielleicht gehen wir auch mal so ein bisschen weiter weg. Als ich den Laden hier übernommen habe, damals noch mit meinem damaligen Geschäftspartner, heute mache ich das alleine. Das ist auch der Grund, warum wir hier groß sanieren und umbauen. Seit diesem Jahr ist das quasi komplett in unsere Holdingstruktur übergegangen und hier hat eigentlich alles für mich angefangen. Also meine gesamte selbstständige Karriere, damals war ich ja im Hotel tätig, im Hyatt hier in Hamburg und ich wollte Konzern nicht mehr. Das war für mich alles so ein bisschen vorne rum. Ja, haben sie dich angelacht, hinten rum war das aber nicht wirklich ehrlich. Können bestimmt einige bestätigen, die auch im Konzern arbeiten. Ich habe gesagt, ich mache mein Ding, ich mache meine Kneipe auf. Und tatsächlich, diese Straße, ich habe da hinten eine Kneipe gehabt, die habe ich zufällig gesehen. Und mit dieser Kneipe bin ich nicht einig geworden, aber ich habe, glaube ich, 4 Wochen verhandelt. Und dann bin ich ganz demotiviert die Straße entlang und dann stand ich vor diesem Laden. Dann dachte ich mir, die Ecke ist doch viel geiler. Also manchmal Zufälle, wie sie eben sind, entscheiden ganz viel über deine Zukunft. Und ich bin Gott froh, dass das so gekommen ist, denn der Laden hat danach 3-mal pleite gemacht. Und für uns ging wirklich ein Raketenstart. Ich habe sofort das Konzept gedreht, es wurde dann eine Tapas-Bar. Seitdem läuft das eigentlich auch inzwischen seit 22 Jahren. Und jetzt habe ich gedacht, okay, wir bauen das mal richtig schön um, ohne den Charakter, den Charme zu verlieren. Und vor allem bringen eine Überraschung mit. Und das zeige ich euch jetzt, kommt mal mit. Wenn das Ding hier nicht gewesen wäre, dann wäre alles andere nicht entstanden. No way. Nachdem kam alles. Also zeitversetzt. Über 7-8 Jahre harte Arbeit natürlich. Es geht nichts über Nacht. Und die, die das sagen, das sind Träumer. Manchmal klappt es vielleicht, aber so viel Glück haben wirklich die wenigsten. Und wir haben gesagt, wenn wir hier zurückkommen und umbauen, dann bringen wir das Mutterkonzept mit. Wir wollen es März, April realisieren. Durch Corona verschiebt sich alles so ein bisschen. Aber wir sind da guten Hoffnung, dass wir das doch hinkriegen. Das ist das DLU, ein gesundes Konzept, wie das der Name auch sagt, Eat Powerful und das jeden Tag am besten. Der Laden, den zeigen wir auch gleich von innen, der wird auch komplett saniert, umgebaut. Dahinter ist noch eine Produktion, die wollen wir auch komplett ausstatten, denn wir wollen in Wohnbezirken in Hamburg, also Eimsbüttel, hier, Winterhude, Eppendorf, Altona, überall so kleine Konzepte wie das DLU installieren, wo man als bewusster Esser eben reinkommen kann, wie eine Lebensmitteltankstelle, das Essen mitnehmen kann. Wir liefern das aber auch nach Hause. Du kannst aber in die Location reinkommen und quasi dein Essen ganz gemütlich dort zu dir nehmen. Jetzt gehen wir mal rein und ich zeige euch ein bisschen, wo ich jahrelang hinter der Bar gestanden habe und gearbeitet habe. Kommt mit. Wir haben hier etwa 80 Sitzplätze. Es ist nicht sehr groß. Draußen sind es aber 120 Sitzplätze. Wir haben komplett Sonne den ganzen Tag. Und hier ist der hintere Raum etwa mit 30 Sitzplätzen. Und dann geht es hier weiter. Diese Tische, Lasse, ne? Das hier ist alles 40 Jahre alt. Guck mal hier, das ist alles von damals. Den Laden gibt es ja schon 90 Jahre. Und ich glaube, ich bin in diesem ganzen Zeitraum von knapp 90 Jahren, bin ich, glaube ich, der dritte Betreiber von diesem Laden. Also so einen Laden kannst du eigentlich nicht kaufen. Der wird ja normalerweise vererbt. Deswegen habe ich mir so schwer getan, den Laden auch wirklich abzugeben an meinen Geschäftspartner. Und am Ende ist er gegangen. Jetzt haben wir den Laden, Gott sei Dank. Und diese Bar, die du hier siehst, auch von den 70ern hier, wunderschön mit der Schwingung. Hier habe ich sozusagen 7-8 Jahre gestanden. Ich war 19 oder 20 Jahre alt und ich stand hier, habe meine Cocktails gemacht,
kam frisch vom Hotel und ich weiß noch ganz genau, der erste Tag, den ich den Laden aufgemacht habe, das war 2001, glaube ich, das war am 1. November, habe ich den Schlüssel bekommen, ich habe das Geld übergeben, dann bin ich hier rein, habe den Laden aufgemacht und am ersten Tag habe ich, glaube ich, 900 Euro oder 950 Euro Umsatz gemacht und ich dachte mit 950 Euro, so ein Bündel Geld, was kann ich alles damit anstellen? Ich war 21 und 3 Jahre später habe ich schon auf jeden Fall richtig gutes Geld verdient. Über 20 spricht man nicht. Ja, das war eine unglaubliche Zeit. Ich habe gedacht, ich träume. Ich kam vom Hotel, vom Management, habe quasi im Hotel 1500 Euro, da war der Euro noch ganz neu verdient. Und dann kommst du hier an und verdienst das fast an einem Tag, quasi als Umsatz. Aber ich hatte ja kaum Mitarbeiter, die Miete ist gering in so einer Kneipe, also ist schon richtig was übergeblieben. Und damit habe ich dann quasi Momentum erschaffen. Hier sind wir auf der Baustelle, da siehst du auch die Öffnung. Hier wird es quasi eine Tür geben, wo man ins La Paz reinkommt. Also wenn man mittags zum Lunch kommt, dann können die Leute auch im La Paz essen. Ja, ich zeig mal ganz kurz, wie groß das hier ist. Mal von vorne sieht das alles so ein bisschen kleiner aus, aber hier drin ist wirklich viel Platz. Hier wird der Tresen hinkommen, so ein bisschen hier versetzt, wo man quasi die Pokés, die Bowls, die Hot Pastrami ganz frisch hier bekommt. Hier wird es eine Zentralküche geben und diese Zentralküche wird quasi produzieren für das La Paz, aber auch für das DLU. Für das DLU kommen mir die meisten Rohstoffe von der Zentralproduktion frisch jeden Morgen hierher. Nach hinten geht es eben zur Vorbereitung. Es sind noch mal knapp 60 Quadratmeter. Das sind die bekannten Altbauhäuser in Hamburg. Das ist so verschachtelt, aber wir haben hier wirklich viel Platz. Früher war das ganz anders. In La Paz, da mussten die Mitarbeiter hoch, da waren die Kühlräume und man versucht es heutzutage alles so entspannt und so praktisch für die Mitarbeiter, für die Kollegen zu machen. Hier wird es eine Öffnung geben für die Spülstraße, dass quasi einmal hier das Geschirr gespült wird. Hier kommt das saubere Geschirr rein und von hier wird es dann eben einmal ins La Paz verteilt oder einmal ins DLU. Es ist jetzt Mitte Januar, aber ich kann eins sagen, so lange geht das nicht mehr. Wir sind schon relativ schnell. Die ganzen Komponenten für den Ladenbau werden gerade produziert und sind bald fertig und werden dann eben hier nur noch aufgestellt. Der Boden und der Rohbau ist ja, zumindest der Rohbau ist, was für Kabelung angeht, schon ziemlich weit und der Schallschutz ist da. Ja, also wie gesagt, es ist hier schon, obwohl man es nicht sieht, 100.000 Euro investiert worden, nur in den Schallschutz, in die Elektro und in die ganzen Wasserleitungen. Und jetzt wird das alles nur eingerichtet, eben schick gemacht, hübsch gemacht, die Geräte kommen rein und dann wollen wir zu April, wollen wir gerne hier durchstarten. Wir hoffen, dass natürlich Corona dann sich auch entspannt und beruhigt hat und wir ganz normal den Frühling mitnehmen können. Links neben mir habe ich unseren Produktentwickler, meinen Geschäftspartner Echo, der wirklich diesem Konzept die Seele eingehaucht hat. Wir haben frische Produkte, wir haben geile Produkte. Wir haben sehr lange Zeit getüftelt, damit die Produkte genau das sind, was sie jetzt momentan sind. Ich bin mir ganz, ganz sicher und zuversichtlich, dass das Konzept hier wirklich toll reinpassen wird in Heimsviertel. So, heute haben wir euch mitgenommen in eine Baustelle von uns und wir sind so aufgeregt, weil immer wenn sowas hier entsteht, entstehen wirklich, das ist wie ein Baby, das auf die Welt kommt. Ja, KTV, Folge, habe ich schon x-mal gesagt, Folge 7. Wenn ihr euch das Format, wenn euch das gefällt, wenn ihr mein Gesicht auch mal öfter sehen wollt, dann abonniert den Kanal, kommentiert ihn, folgt mir und erzählt das vor allem ganz vielen Leuten da draußen weiter. Das wird mich riesig freuen. In diesem Sinne, bis nächste Woche, Sonntag, 18 Uhr, KTV am Start. Ciao.